Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zum Türchen Nummer 9 des Advent of Code Adventskalenders 2022. Huju, heute erwartet uns was. Und zwar beschäftigen wir uns im Rahmen dieser Aufgabe mit einer diskreten, mit einer Simulation eines diskreten Seils in 2D. Diese Aufgabe hat zwei Stufen. Die erste Stufe ist sozusagen erstmal der Einstieg, bevor es dann in Part 2 richtig interessant wird. Part 1. Hier werden schon diese beiden Ideen diskret und 2D etabliert. 2D, weil das Seil kann sich bewegen in einer 2D-Sphäre. Wir gucken von oben drauf. Es gibt eine X- und Y-Koordinate, aber keine Z-Koordinate. So, was wir jetzt hier schon sehen, sind, das ist Teil des Beispiels, aber das ist nicht das Beispiel. Das ist das Beispiel. Alles davor dient der Erklärung. Es ist ganz überschaulich, wenn man es verstanden hat, aber an diesem Punkt muss man erstmal gelangen. Naja. Also diskret heißt, hier in dem Text wird so beschrieben, als hätte das Seil ganz, ganz viele Knoten und wir gucken uns eigentlich nur an, was machen diese Knoten. Das ist, glaube ich, schon, das ist ein ganz, ganz gutes Kondensat. Und wie gesagt, in Part 1, wir fangen erstmal einfach an. Das Seil hat exakt zwei Knoten, einen Anfangsknoten, auch der Kopf oder im Englischen Head und der Endknoten, beziehungsweise im Englischen Tail. Ja, also Head geht immer voraus und Tail folgt. Also der Kopf geht voraus, der Schwanz folgt nach. So, jetzt wird beschrieben, dass das Seil bewegt sich durch den Kopf. Also irgendetwas spielt am Kopf rum. Irgendwas zieht am Kopf. Und der Tail, der muss sich dann entsprechend mitbewegen, zwar nach folgenden Regeln. Der Tail muss immer always be touching. Der Tail muss immer den Head berühren. Das heißt also entweder unmittelbar darüber, darunter, links davon, rechts davon oder diagonal. Ja, also hier unten sehen wir auch so ein Beispiel. Der Head, der darf irgendwo sein und der Tail, der darf diagonal dazu verweilen. Das ist okay. Was auch okay ist, dass Head covers T, also dass der Kopf auf dem Tail drauf liegt. Das geht auch. Also entweder der Tail berührt den Head, links, rechts, oben, unten oder diagonal, oder der Kopf liegt auf dem Schwanz drauf. So, das sind die Situationen, in denen der Schwanz nichts weiter machen muss. Jetzt wird es aber interessant. Was ist, wenn ich jetzt vorhabe, diese Situation aufzubrechen? Ich ziehe jetzt mal am Kopf. Ja, und wenn ich jetzt entlang einer der Hauptachsen, entlang der X- oder Y-Achse, hier im Beispiel jetzt entlang der X-Achse, wenn ich jetzt an H ziehe, am Head ziehe, ja, und also mit anderen Worten, ich wollte die Situation provozieren, wo zwischen Head und Tail eine Lücke frei ist. Diese Lücke, die darf aber nicht sein. Also muss der Tail unmittelbar gleich aufschließen. Also wenn ich am Head ziehe, folgt der Tail entlang der X-Achse, aber auch entlang der Y-Achse. Wirklich interessant wird es bei wirklich interessant wird es, wenn die Ausgangssituation diagonal ist. Ja? Der Head ist diagonal vom Tail entfernt, aber immer noch nah genug dran. Hier, wir sehen, ne, die sind unmittelbar über die Diagonale miteinander, berühren die sich. Das ist für den Tail okay, das entspricht den Regeln. Aber wenn ich jetzt anfange, den Head zu ziehen, nach oben oder nach rechts, wir haben hier beide Situationen einmal, sagen wir mal, es wird der Head wird nach oben gezogen, dann muss der Tail jetzt nachlaufen. Und das tut er in zweierlei Art. Einerseits wandert er entlang der X-Achse ein rüber, bis er aufgeschlossen hat mit dem Head, aber auch in der Y-Achse. Also
in beiden Achsen bewegt sich der Tail, sodass der Tail als nächstes nun direkt hinter dem Head ist. Ja, also wir sind in einer Situation gestartet, wo der Tail diagonal vom Head entfernt war und wir enden in einer Situation, wo der Tail dem Head direkt gefolgt hat. So, das sind die Bewegungsregeln, denen dieses Zwei-Knoten-Seil zu folgen hat. Und hier sind jetzt Bewegungsanweisungen für den Head. R steht für right oder rechts, geht also viermal nach rechts, dann up, geht also viermal hoch, left geht dreimal nach links, down geht einmal runter. Und dann nochmal right, down, left, right. Also noch ein paar zusätzliche Bewegungen. So, das ist, aber das ist halt eben in Anführungszeichen auch nur das Anschauungsbeispiel. So, die haben sich viel Mühe gegeben, das en Detail alles nachzuvollziehen, was diese Bewegungen bedeuten. Hier sind erstmal die ersten vier Bilder. Wenn es sich viermal nach rechts bewegt, dann viermal nach oben bewegt. Aber interessant ist dann am Ende das eigentliche Endergebnis, nämlich das, was wir hier sehen, und auch, worauf die Frage ruht. Nämlich, wenn alle Bewegungen für den Head vollzogen wurden, auf welchen Feldern hat der Tail gelegen, inklusive Start- und Zielfeld? So, für dieses einfache Beispiel lautet die Antwort 13. So, und wenn auch alle Erklärungen etwas an Zeit in Anspruch nehmen, es ist eigentlich nicht kompliziert in der Ausführung. Also habe ich mir hier eine Klasse geschrieben, Rope Physics, also Seilphysik. Diese Klasse hat einmal X- und Y-Koordinate für den Head, aber auch X- und Y-Koordinate für den Tail. Und eine T-History, also eine Set, eine Menge, wo alle Positionen, die der Tail zwischendurch eingenommen hat oder einnimmt, drin abgespeichert werden. So, diese Klasse hat eine Initialisierungsfunktion, aber vor allen Dingen hat sie vier Funktionen: Right, Left, Up, Down und Pull Tail, also ziehe den Schwanz nach. So. Diese Right, Left, Up, Down, die sind alle strukturell gleich geschrieben. Hier ist Reps für Repetitions, also Wiederholungen. Standardmäßig 1, aber wenn ich jetzt mehr Wiederholungen übergeben möchte, wir haben ja vorne in der Liste gesehen, rechts 4, also beweg dich viermal nach rechts, dann entspricht das hier den Repetitions, einer Repetition-Zahl von 4. So, wenn die Reps 0 sind, dann tue nichts. Ansonsten wird für eine Bewegung nach rechts auf der HX-Koordinate 1 draufgerechnet. Für eine Bewegung nach links wird von der HX-Koordinate 1 abgezogen. Für eine Bewegung ab wird auf die HY-Koordinate 1 drauf addiert. Und für die Bewegung down wird von der HY-Koordinate 1 abgezogen. So. Ansonsten wird dann die Ziehe den Schwanz nach Funktion im Anschluss aufgerufen. Und jede Bewegungsfunktion ruft sich selber auf, wobei aber die Reps um ein reduziert werden. Das heißt also, wenn ich für die Reps 4 übergebe, dann ruft sie sich insgesamt noch drei weitere Male selber auf. So, interessant ist jetzt erstmal, so alles, was wir bis jetzt direkt diskutiert haben, ist soweit so klar, hoffe ich. Interessant wird jetzt natürlich, was macht jetzt die Ziehe-Schwanz-Nach-Funktion? Das erste, was sie tut, ist, die gegenwärtige Position, die der Schwanz oder der Tail hat, in die History abspeichern. So, und dann danach wird das Kriterium abgeprüft, das in der Aufgabenstellung gegeben war, nämlich, dass wenn der Head und der Tail sich berühren, dann muss der Tail sich nicht bewegen. So, und prüfen tue ich das, indem ich gucke, was ist die maximale Abweichung der totalen Distanz in der X,
aber auch in der y-Koordinate. Wenn einer von denen Größe 1 ist, dann ist dieses Kriterium, der Schwanz soll den Kopf berühren, nicht mehr erfüllt. So, und was passiert dann, wenn die Kopf-x-Koordinate größer ist als die Tail-x, Schwanz-x-Koordinate? Dann wird die Schwanz-x-Koordinate um 1 angepasst in diese Richtung, um die Verletzung zu lindern, also um den Unterschied zu reduzieren. Beziehungsweise, falls die Hx-Koordinate indes kleiner ist als die Tx-Koordinate, dann wird eben minus 1. Ja, also die Tx-Koordinate soll sich 1 entlang der x-Achse auf Hx zubewegen. Und die gleiche Logik greift auch in der y-Richtung. Wenn die Hy-Koordinate größer ist als die Ty-Koordinate, dann passt sich die Ty-Koordinate plus 1 nach oben an oder minus 1 oder gar nichts. So, also die maximalen Änderungen, die die Pull-Tail-Funktion vollzieht, ist also, dass plus 1 oder minus 1 auf die Tx-Koordinate gerechnet wird, wenn überhaupt, als auch plus 1 bzw. minus 1 auf die Ty-Koordinate. Das heißt, es finden in Absolutwerten überhaupt maximal plus 2 Änderungen, also Änderung der Größenordnung plus 2 statt. Und das ist alles. Diese Klasse definiert bereits die Seilphysik für zwei Knoten. So, Part 1 besteht dann also nur noch da drin. Ich lese das RAW ein, zerlege es in seine Zeilen, gehe Zeile für Zeile durch und ich zerlege die Zeile. Ja, wir erinnern uns nochmal, der Input ist immer vorne ist ein Buchstabe, left, right, up, down. Und damit Leerzeichen davon getrennt, eine Integerzahl, wie oft diese Bewegung wiederholt wird. Und ja, der Source Loader, da findet heute nicht viel statt. Interessant ist nur, dass für den Part 2 ein eigenes Beispiel gegeben wird, weil das Beispiel aus Part 1 im Kontext von Part 2 trivial wäre. Ansonsten ist in meinem Source Loader heute auch nicht viel los. Ich definiere die beiden Beispiele, ich definiere die Antworten im Rahmen des Beispiels, aber ich lese auch meinen individualisierten Input ein. Das war's. So, kommen wir zurück zu Part 1. Also, ich zerlege mein RAW in seine Zeilen und jede Zeile wird zerlegt in die Bewegungsrichtung und die Anzahl der Schritte, die wir in diese Richtung gehen wollen. Diese Anzahl konvertiere ich gleich in eine ganze Zahl. Und da wird jetzt gesagt, okay, wenn ich nach rechts gehe, dann ruft die Write-Function auf mit der Anzahl der Wiederholungen. Wenn ich nach links gehe, ruft die Left-Function auf und so weiter. Am Ende wird noch ein allerletztes Mal die Ziehe-Schwanz-Nach-Funktion aufgerufen, um auch die letzte ruhende Position für den Schwanz, für den Tail abzuspeichern. Und dann brauche ich jetzt mir nur noch anzugucken, wie groß ist meine History, weil die History ja als eine Python-Set deklariert war. Das heißt, dass selbst wenn der Tail, wenn der Schwanz eine Position mehrfach einnimmt, dann wird die Menge diese Position nur exakt einmal aufnehmen. Das beantwortet auch schon Part 1. Kommen wir zu Part 2. Part 2 ist recht analog zu Part 1. Wir hatten jetzt in Part 1 Head und Tail, also zwei Knoten betrachtet. In Part 2 definiert jetzt neun Knoten. Und hier ist auch das zweite Beispiel, damit man da mehr sieht. So, der Head geht rüber, dann geht der Head hoch, zieht das Seil nach sich, dann geht der Head weiter rüber und so weiter. Der Head vollzieht verschiedene Bewegungen, aber dieses Mal gibt es nicht einen Tail, sondern es gibt neun Tail. Es gibt neun weitere Segmente.
Und hier ist die finale Position, die das Seil nach Abschluss des zweiten Beispieles einnimmt. Quatsch, hier ist die finale Position. Aber gefragt ist jetzt, auf welchen Stellen oder auf wie viel verschiedenen Positionen das letzte Segment, Segment Nummer 9, auf wie viel Positionen auf dem Bewegungsbrett Nummer 9 vorbeikommt. Und hier ist einmal markiert worden, wo Nummer 9 überall lang geschliffen wird, wenn der Head seine Bewegung durchführt. Und da wird gesagt, also im Beispiel sind das dann insgesamt 36 verschiedene Positionen, die der Tail einnimmt. So, das bringt mich dann auch zu Part 2 meiner Implementation. Hier habe ich jetzt doch, wir hatten ja hier ursprünglich die Rope Physics Class ganz ähnlich gelagert oder auch daraus hergeleitet habe ich mir jetzt hier die Segment Class. Ja, die Segment Class, eine Instanz von Segment repräsentiert einen dieser Knoten. Und er sagt, für diesen Knoten, was ist deine XY-Koordinate? Er schreibt eine History mit, wo dieser Knoten überall lang kommt. Aber er merkt sich auch, was der ihm nachfolgende Knoten, also er merkt sich den ihm nachfolgenden Knoten. Also jeder Knoten kennt seinen Nachfolger. Gibt also auch wieder eine Initialisierungsfunktion. Es gibt wieder die vier Funktionen Right, Left, Up, Down und es gibt die Funktion ziehe den Schwanz nach oder ziehe den nächsten Knoten nach. Und im Großen und Ganzen sind die Funktionen auch eigentlich identisch programmiert wie in Part 1. Man muss jetzt allerdings ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man jetzt hier rekursiv arbeitet. Also nicht nur zwei Knoten, sondern eine beliebige Anzahl von Knoten im Hinterkopf behalten können muss. Ich habe hier auch wieder das System der Repetitions übernommen. Jetzt hier eine zusätzliche boolsche Flag mit übergeben, ob die Pull Tail-Funktion für den, ob die Pull-Tail-Funktion direkt ausgeführt werden soll oder nicht, standardmäßig ja. Aber in der Pull-Tail-Funktion selber, die Pull-Tail-Funktion führt Bewegung auf dem nachlaufenden Knoten aus und dann sagt die Pull-Tail-Funktion, dass seinerseits der Pull-Tail des nächsten Knotens erstmal übersprungen werden soll, bevor dann am Ende nachgeholt wird. So, ansonsten wie gehabt, wenn die Repetitions 0 sind, tue gar nichts. Ansonsten je nach Bewegung, nach rechts ist x plus 1, nach links ist x minus 1, ab ist y plus 1 und so weiter. Dann gegebenenfalls oder auch nicht wird die Pull-Tail-Funktion ausgeführt und dann ruft sich die Bewegungsfunktion selber auf, wobei die Repetitions um 1 dekrementiert wird. So, jetzt ist also noch interessant, was macht denn jetzt also die Pull-Tail-Funktion, die ziehe Schwanz nach? Erstmal wird hier auch die History geupdatet mit der gegenwärtigen Position. Und wenn es keinen nachfolgenden Knoten gibt, dann ist hier auch schon Schluss, dann hört die Funktion da auf. Wenn es allerdings einen nachfolgenden Knoten gibt, dann greift hier wieder die Regel, die wir gerade in Part 1 diskutiert haben, nämlich dass wir überhaupt nur dann etwas tun, wenn die ich berühre meinen Nachläufer Regel verletzt wurde. So, und wenn sie verletzt wurde, dann checken wir ab, wenn self-x. Also die x-Koordinate größer ist als die x-Koordinate vom Nachfolger, da muss der Nachfolger sich nach rechts bewegen. Wenn die x-Koordinate kleiner ist als die x-Koordinate vom Nachfolger, dann muss der Nachfolger sich nach links bewegen und so weiter. Also bis zu zwei von diesen if-Clauses kann wahr sein und entsprechend wird dann also suck, also der Nachfolger wird dann also bis zu zwei Bewegungen ausführen. Und wenn diese Bewegung abgeschlossen wird, dann wird auf den Nachfolger auch die Pull-Tail-Funktion gerufen. So, und das setzt sich dann dadurch rekursiv im Seil fort.
So, dann erzeuge ich jetzt mein Seil, indem ich mehrere Segmente hintereinander hänge. Ich erzeuge ein Tail-Segment, also das absolut letzte, und ich erzeuge das Head-Segment. So, und das Head-Segment hat Nachfolger, der hat Nachfolger, der hat Nachfolger, das Ganze 9-mal, beziehungsweise 8-mal, und der achte Nachfolger bekommt ein Nachfolger, allerdings das Tail, das wir am Anfang deklariert oder definiert haben. Dann, so wie in Part 1, wird hier einfach nur das Raw in akute Bewegungsbefehle für den Head übersetzt. Und am Ende zählen wir dann für Tail, wie groß ist die History. Und das beantwortet dann auch schon Part 2 und schließt damit das Rätsel für heute ab. Wenn euch gefällt, was ich hier tue, liked und subscribed gerne dieses Video und meinen Kanal. Der Kanal ist nicht monetarisiert, ich verdiene also damit kein Geld, aber ich freue mich doch sehr über positiven Response, über eine positive Reaktion. Und sollte es mir gelingen, eine kleine Abonnentenschar um mich herum zu versammeln, vielleicht kann man dann eines Tages mit ein bisschen mehr Interaktion auch in Kontakt zueinander treten über Discord und spannende Projekte realisieren. Ansonsten verabschiede ich mich bis zum nächsten Türchen und ciao, ciao.